Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 2. Sorry, ich bin noch voll drin. Assassin's Creed Brotherhood, Folge Nummer 2. In der letzten Folge, die ihr übrigens erreichen könnt, indem ihr oben rechts einfach auf das kleine i geht, da könnt ihr euch die letzte Folge nochmal ansehen, haben wir das Spiel gestartet, haben quasi so ein kleines Revue bekommen von was in Assassin's Creed 2 zuletzt passiert ist, sind aus Rom geflohen und hier nach Monteriggioni zurückgekehrt. Und heute Abend ist Claudia Auditores Geburtstagsfeier und so ein, ja, wir bringen alle auf den neuesten Stand und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ah, da ist Katharina. Buongiorno, Ezio. Katharina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forlì. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Hallo, Mutter. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort, stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Sie. Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Oh oh. Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Naja, ehrlich gesagt hat er schon recht. Warum den mächtigsten Mann Italiens am Leben lassen, der dafür verantwortlich ist, dass unsere gesamte, naja, 80% unserer Familie ermordet wurden. Und ja, wie gesagt, er ist der mächtigste fucking Mann Italiens. Und das kann ganz schön gefährlich werden. Und wie das gefährlich werden kann. Ja, hier seht ihr die Gemälde, die wir in Assassin's Creed 2 gesammelt haben. Die waren ganz schön teuer. Huch, seit wann sind denn hier die Türen zu? Na gut. Ah, jetzt sind wir quasi hochgegangen in Ezios Gemach. Wo im letzten Teil die Porträts alle hingen. So, da legt er die Rüstung ab nach dem langen Kampf und begibt sich ins Bad, um einfach mal ein bisschen auszuspannen. Seien wir mal ehrlich, wann hatten wir in Assassin's Creed zweimal die Gelegenheit? Oh. Hallo, Katharina. Willkommen daheim. Oh Mann.
Ja, ich freue mich ein bisschen für Ezio. Das hat er auch verdient, noch so viel Leid und Shit, den er durchgemacht hat die letzten 20 Jahre. Darf ich das eigentlich so auf YouTube zeigen? Egal. Content ist ja nicht speziell für Kinder, also, hey, never mind. Möchtest du nochmal? Lol. Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Psst. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Ja, haben sie ja uns gesagt. Holy shit. Merda. Ich muss mal. Oh nein, Alter, ihr ist Rüst. Lol. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Ah, okay, ich weiß, was der Fehler ist. Okay, die Stadt wird belagert. Holy shit. Oh, what the hell? Das war gerade richtig laut. Okay, das stelle ich direkt. Ihr seht, ich hab's auf 1 stehen. Okay. Also, irgendwas stimmt hier nicht mit der Lautstärke. Es gibt anscheinend irgendeine Einstellung. Sorry, dass es jetzt kurz laut ist. Es gibt anscheinend irgendeine eine Lautstärke, die nicht im Spiel einstellbar ist. Deswegen mache ich das über meinen Lautstärke-Mixer in Windows. Chillt ganz kurz. So. Dann machen wir das halt so. So. Sorry, dass ihr kurz warten musstet. Weiter geht's. Das sind die Onkel. Borger. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ach du Scheiße. Benutze die Kanonen über Oh, die Villa ist komplett am Arsch. Habt ihr? Ich habe ihn sicher. Die Borger dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la vittoria. Insieme. Alles klar, Onkel. Sei achtsam. Ja, Mann, pass auf dich auf, Mario. Yo. Okay, Pferdchen. So, bevor wir aber losreiten. Ihr wundert euch vielleicht, ey, yo, in der Cutscene. Ist doch Ezios Rüstung kaputt gegangen. Wir tragen aber Ezios Umhang. Deswegen muss ich jetzt kurz neu laden. Und dann haben wir die, ich sag mal, die Rüstung. Jawohl, genau. Die Rüstung, die eigentlich jetzt getragen wird. Weil das soll schon ein bisschen Sinn machen. Ach, scheiße, da liegt eine Frau. Achtung, Leute. Oh, no. Oh, no, ich habe auch kein Geld mehr und nichts. Scheiße, Alter. Oh Mann, wir haben die Stadt erst renoviert und die ist halt einfach komplett am Arsch jetzt. Wow. Okay, Leute, was ist los? Was geht hier? Signor Auditore, Gott sei Dank. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bürger geflohen sind. Sieh auf die Kanonen, Signore! Bin dran. Okay. Gut, dass wir letzte Folge gelernt haben, wie man mit den Kanonen umgeht. Ja, so viel zu Ruhe und Frieden, Alter. Alter, wie viele Leute das sind. Vater,
unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Okay, nur noch eine Kanone, dann haben wir es. Es sind sogar schon mehr als die Hälfte der Bürger raus. Wow, okay. Andere Kanone. Was sollen wir machen, die Kanonen? Alles klar. Meine Güte, Alter, guckt mal, wie viele das sind. Ja? Okay. Das sind richtig viele. Ich hoffe, alle von unseren Leuten konnten rauskommen. Katharina auch. Ich bin ja da aus dem Fenster gehüpft und hab gesagt, yo, fuck that. Ja, ich arbeite dran. Okay, noch 45 Bürger. Ja gut, das war ein guter Treffer gerade. Feindliche Kanonen Hä? Die Villa wurde zerstört? Lol, ich hab doch so schnell geschossen, wie ich konnte, Alter. Soll ich jetzt echt nochmal an die Kanonen gehen, oder was? Ah ja, okay. Oh, ich hab einmal vorbeigeschossen. Die Mission failed, ist klar. Okay. Ja, wie gesagt, Leute, keine Ahnung, warum das jetzt synchron fehlgeschlagen ist eben. Ich habe wirklich alles gegeben, ihr habt es ja gesehen. Okay, die drei Kanonen sind finito, Bandido. Okay, vorbeigeschossen. Vater unser, denn du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Okay, einer, lol. Wow, Alter, die Kanone ist gerade ganz knapp an der Kamera vorbeigezischt. Okay, der ist tot. Fuck. Okay, andere Kanone. Feuer frei. Ja, noch 45 und die Leute sind schon raus. Was? Also, keine Ahnung, was ich hier wieder falsch mache, ey. Einige Bürger konnten noch nicht fliehen. Mach weiter! Ich arbeite dran, Brody. Die Kamera, die Steuerung von der Kanone ist halt auch nicht so geil. Ja, wieder ist so dick synchronisiert. Also wirklich keine Ahnung, Leute, was ich falsch mache, aber. Ja. Ja. Okay, lad halt nochmal extra lang. Senior Auditore, Gott sei Dank. Wir müssen sie aufhalten. Vernichtet ihre Kanonen, Signore! Jo. Okay. Also bis jetzt läuft's ja relativ gut. Ja, warum auch immer ich da wieder nur eine Kanone getroffen habe. No one knows. Bitte rettet uns, Signore!
verloren. Ich beeile mich. Oh, zack. Drei auf einmal. Das war ja ganz nice. Und zack. Die zwei auch noch erwischt. Na komm, Kamera. Okay, super geil. Zack. Die machen wir auch noch. Ach komm, dreh dich schneller, Kamera. Ja, gib Gas, Einwohner. Okay, jetzt sind alle raus. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Lol. Keine Ahnung, was jetzt. Das war halt wieder nur Pech und Glück, ne? Ein paar gute Hits. Greif mich an, Bandito. Und jetzt leiden wir ja neuerdings dadurch. Komm, greif mich an. Nice, Vivi. Ey, das fühlt sich richtig flüssig an. Wie wir hier durch die Gegner rein sliden. Oh. Oh, was ist los, Papi? Gib mir... Oh, 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 der kann was. Na komm. Okay, dann mach ich's. Zack, fertig. Angriff stark... Lol, was will der denn? Zack, der ist finito. Sie brechen durch das Tor. Oh, scheiße. Oh. Unser Onkel. Was hat der denn da vorne gemacht? Und Katharina haben die auch. Scheiße, Alter. Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon. Oh, scheiße, er hat den Edensplitter. Gebt mir die Büchse von seinem Freund. Von seinem Freund? Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie an eure. Oh no. Oh scheiße, und wir wurden auch getroffen. Alter, wer auch immer der Dude war. Aber er kennt anscheinend Rodrigo und er hat mit dem gelabert. Junge, du wirst bezahlen, Mann. Ich dachte, wir sind eigentlich fertig mit der Rache. Oh, hey, meine Söldner-Boys. Basta, ich kann gehen. Vorsicht, da kommen sie. Zieht euch alle in die Villa zurück. So kann ich nicht kämpfen. Steht mir bei. Jetzt still. Ergreift ihn. Uff, Alter, was war das für ein neuer Move? Ja, okay, scheinbar kann ich doch kämpfen. Danke, Leute, lasst uns gehen. Alter, das sind eine Menge. Wow, was denn hier passiert gerade? Einer hat mich umgeworfen. Okay, die haben den am Sack. Alter, die schöne Stadt. Komplett am Arsch. Okay. Oh nein. X da mit meiner Schwester.
Okay, Leute. Hat einer den Mörder gesehen? Willst du mich gerade verarschen? So. Und die haben den. Ah, fuck, ey. Oh nein. Leute, Claudius leidet hier einfach so lang. Wenn überall die Wachen kommen. Ich muss sie aber beschützen. Oh, lol. Wie war schießen? Okay, sehr gut. So, schnell, bevor die irgendwas mit meiner Schwester machen. Okay, sehr gut. Wir konnten hier einfach rein. Ohne dass wir behelligt wurden. Ich werde sie aufhalten. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch. Ich muss den Truppen helfen. Okay, cool. Dann konnten wir uns zumindest... Ja, ich komme. Zumindest im Altarraum safen. Ich weiß, die Folge hat wieder Überlänge. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss, bevor wir da runtergehen. Ich danke euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder abonniert. Dazu könnt ihr einfach in der Mitte des Videos auf mein Logo klicken. Ja, links kommt ihr zur ersten Folge von Assassin's Creed Brotherhood zurück, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Empfehle ich euch auf jeden Fall. Ansonsten rechts, wenn ihr darauf klickt, kommt ihr zur nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dahin, macht's gut.